Hallo Jäger, freut mich, dass du gekommen bist. Hat dich der alte Mann in den Morgawald geschickt? Jo. Tut mir leid, dass wir gestern nicht mehr reden konnten. Auch wenn Naturkatastrophen ein tolles Thema sind. Du weißt jetzt sicher, wer wir alle sind. Ich bin Juni, ich bin der Sohn des Chefs. Du fragst dich vielleicht, was ich hier mitten im Schutt zu suchen habe. Gute Frage. Nun ja, das hier ist unser Basislager. Ich bin mir darüber noch nicht im Klaren. Um jagen gehen zu können, braucht man irgendeine Basis und unser Zelt und unser Bokeh-Set haben wir hier. Das Erdbeben war nicht gerade sanft zu unserem Lager. Das muss erst repariert werden, ehe wir jagen können. Ich gehe zurück zum Dorf und setze alles in Gang. Aber sag mal, hast du zufällig etwas Essbares dabei? Ich habe einen solchen Hunger, ich könnte einen Abtonoff verspeisen. Hast du rohes Fleisch? Ich kann gut grillen. Ich hab Fleisch, aber wie gebe ich dir das jetzt? Ah, ich hab solchen Hunger. Schnief, schnief. Warte. Du hast Fleisch, rohes Fleisch. Gibst es mir bitte? Bitte. Danke. Irgendetwas am Tierfleisch lässt meinen Bauch ordentlich knurren. Zeit zum Grillen und Futter. Also gut, Jäger. Wir reden später über das Basislager, wenn wir wieder im Dorf sind und ich gegrillt habe. Mir fällt sicher was ein, womit ich dir danken kann. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Tschüss. Du hast dir das Fleisch überreicht. Ja, tschüss und du bleibst stehen. Ich bin aber nicht so hungrig, dass ich mir eine Krankheit einhandeln will. Ich sollte es lieber braten. Wir reden mehr über... Okay. Jetzt muss ich wieder ins Dorf. Hallo, anscheinend hast du das Fleisch bei Junior abgeliefert. Jane, du schaffst also einfache Aufgaben. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass du dich auf den Weg zurück ins Dorf machst. Betrachte Gebiet 1 auf der Karte. Siehst du das Dorftor-Symbol? Nimm die Brücke hinter dem Tor, um ins Dorf zu kommen. Alles klar. Da muss ich mir mal eine andere Waffe holen. Das ist scheiß schwer. L. Da. Oh, ich bin müde. So, da. Geschafft, drücke den A-Knopf, um ins Dorf zurückzukehren. Drücke beim Classic Controller den A-Knopf. Sprich mit meinem Sohn, sobald du wieder im Dorf Moga bist. Außerdem möchte ich dir als Dank für deine Hilfe etwas geben. Komm zu mir, wenn du mit Junior gesprochen hast. Ja, ich habe eine Quest geschafft. Bringe dem Sohn des Dorfchefs rohes Fleisch. Scheint tiefsinnig zu sein, das Spiel. Hat ziemlich viel. Ja, hat ziemlich viele Eingaben und so. So. Also, zuerst mit dem Typen sprechen. Da. Hey! Hallo Jäger, danke für das Fleisch. Ich muss alle paar Stunden was essen, sonst wird mir übel. Rülps, ich mag dich. Ja. Ich weiß jetzt auch, was wir alles brauchen, um das Basislager wieder in Schuss zu bringen. Also, neue Latrinen graben, die alten abdecken, das Zelt aufbauen, das Bett entlausen. Wir brauchen viele Rohstoffe. Weißt du, was das ist? Du beschaffst Rohstoffe, indem du Monster jagst oder entsprechende Objekte findest. Wir Dorfbewohner können uns nicht weit in den Wald hineinwagen. Wir schmecken den Monstern zu gut. Ja. Aber einem Jäger wie dir macht das keine Probleme. Du kommst zurück, beladen mit Rohstoffen. Keine Sorge, wir haben die Straßen repariert, die das Beben zerstört hat. Hol uns Rohstoffe aus dem Wald, ja? Oh, eins hätte ich fast vergessen. Ich habe hier etwas für dich. Nimm diesen Grillspieß. Ich habe ihn gemacht. Grill damit das Fleisch, das du zerlegst. Nichts geht über Grillen. Er ist einfach zu handhaben. Wenn du das nächste Mal in den Wäldern bist, gebe ich dir einige Tipps fürs Grillen. Ach ja, erstatte bitte meinem Vater Bericht.
Er liebt Berichte. Gut, mal sehen, wie es im Wald aussieht. Jäger, Dörfler, bitten. Jagdbericht. Keine Monster. Gesamte Erlebnis. Ah, das sind jetzt wohl Quests. Oder? Erlegte Beute in Rohstoffe umwandelt. Ich kapier's nicht. Fertig. Rohstoffinfo. Die Gilde gibt dir keine Quest, bevor das Lager in Ordnung ist. Sammle Rohstoffe im Wald. Aha. Okay. Ich weiß, es ist nicht leicht, danke. Aha, ich krieg Punkte für das, was ich jetzt getan habe. Wo ist der Händler? Der Dorfchef da. Ja, ich hörte davon. Das Leben hat das Basislager ins Chaos gestürzt. Aber warum das lange Gesicht, Jäger? Lass mich raten. Du glaubst, dass das Basislager ein hoffnungsloser Fall ist? Falsch. Hoffnungslose Fälle gibt es nicht. Nur verlorene Zuversicht. Im Lager muss ja etwas getan werden. Ja, sogar vieles. Aber keine Sorge. Ich habe schwierigere Dinge bewältigt. Oder glaubst du, dieses Dorf hat sich von selbst gebaut? Man muss nur zusammenarbeiten. Gemeinsam mit dem Dorfbewohnern kannst du alles erreichen. Wie wäre es, wenn du Rohstoffe und Material besorgst? Und wir machen die Arbeit. Das nenne ich Zusammenarbeit. Es ist das Mindeste, was wir tun können. Und nimm das hier. Es ist nicht viel, aber ein Zeichen unserer Wertschätzung. Denk daran. Dein eigentliches Ziel ist der Tod des Lagiacrus. Wir helfen dir bei allem, was dazu nötig ist. 1000 Zitteren. Das ist was, Gildenliebchen. Gut, zuerst mal will ich mal die andere Waffe anschauen. Also Angriff 84, 288. Jägermesser. Mit Schild. Datenmodus. Fähigkeiten ansehen. Ausrüsten. Naja, Jägermesser, Eisenschwert. Ich nehme mal das. So. Ich muss ja alles ein bisschen testen. Okay, zurück in den Wald. Ah nein, Moment, der will noch was von mir. Ah, du bist's. Kommst du klar mit den Waffen und Rüstungen? Der Chef hat mich gebeten, dir alles über das Schmieden von Ausrüstungen zu erzählen. Also hör gut zu. Neue Ausrüstungsteile aus einem Haufen Materialien herzustellen, das nennen wir Schmieden. Willst du eine Metallwaffe herstellen? Brauchst du Erz. Und für eine Knochenrüstung natürlich Knochen. Bring mir Materialien und Geld und ich schmiede dir, was du brauchst. Und zwar besser als jeder andere. Verstehst du was nicht? Dann sieh in den Jägernotizen im Spielmenü nach. Im Abschnitt Jägerinfo findest du eine Menge guter Hinweise, wie man einen richtigen Jäger wird. Also dann, geht es heute um Schmieden oder ums Verbessern? Ich bin für alles zu haben. Waffenfertigung. Waffenschmieden. Ein Schwert. Ah. Aha, ich muss das sammeln und dann macht er das. Okay. Moment, was war das? Aha. So.